Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist wieder Andrea Sauvigny mit dem nächsten Live-Video. Heute ist Montag, der 5. Februar 2018. Es ist erst 7 Uhr. Normalerweise mache ich ja die Videos um 12 Uhr. Heute ist bei mir in der Praxis ein sehr voller Tag. Deswegen habe ich das jetzt etwas vorgezogen. Und du kannst es dann schon fertig sehen. Heute geht es um das Thema Sinn und Unsinn von Antibiotika und welche Alternativen es dazu gibt. Wir hatten uns ja letzten Montag über das Mikrobiom im Darm unterhalten und das ist als Hintergrundwissen ganz wichtig. Vielleicht schaust du dir dieses Video dann nachträglich auch noch an, wenn du das noch nicht gesehen haben solltest. Ja, vorneweg muss man mal sagen, bei schweren bakteriellen Infektionen sind Antibiotika absolut ein Segen und können lebensrettend sein. In weniger akuten Fällen sind meistens Antibiotika unnötig, obwohl sie verschrieben werden. Und bei viralen Infekten, da helfen Antibiotika gar nicht. Die heißen also, Antibiotika wirken gegen Bakterien. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Patienten mit dem viralen Infekt kommen und schon gleich ein Antibiotikum verschrieben bekommen haben. Dieser leichtfertige und unbedachte und auch nicht konsequent zu Ende geführte Einsatz von Antibiotika, der erweist sich zunehmend als Fluch, denn es sind zahlreiche Resistenzen entstanden. Wenn also dieser Entwicklungszyklus der Bakterien nicht vollständig mehrmals durchlaufen wird, also von der Dauer her, und das Antibiotikum zu früh abgesetzt wird, dann überleben einige von den Bakterien und die haben dann Resistenzen oder sind in der Lage, dann auf dieses verwendete Antibiotikum eine Resistenz zu entwickeln, sodass dieses Antibiotikum, wenn es das nächste Mal eingesetzt wird, nicht wirkt. In den Krankenhäusern hat man damit schon ein riesengroßes Problem. Da gibt es nämlich diese MSRA-Keime, MRSA-Keime, so rum. Die heißen multiresistent, also MR, und dann SA für Staphylococcus aureus. Den Staphylococcus aureus, den haben wir alle auf der Haut. Und in dem Moment, wo wir uns verletzen, da wandert der zum Beispiel in die Wunden ein. Und dann fangen die Wunden an zu eitern. Ein gut intaktes Immunsystem hält ihn in Schach. Wenn aber Menschen dann eben vom Immunsystem reduziert sind und sehr viel Antibiotika bekommen haben schon im Laufe ihres Lebens, dann haben sie oft solche multiresistenten Keime auf der Haut. Und wenn die dann einwandern in die Haut, zum Beispiel bei einer Operation, dann ist das oft nicht mehr zu handhaben. Und mit der Folge dann einer schweren Sepsis. Ja, in den Krankenhäusern stehen also auch für diese multiresistenten Keime häufig keine wirksamen Präparate mehr zur Verfügung. Da ist immer noch sehr erstaunlich, wie wenig da in deutschen Krankenhäusern getan wird im Vergleich zu den Niederlanden, wo jeder einzelne Patient, bevor er überhaupt in eine Behandlung kommt, erstmal komplett gescreent wird, ob er solche multiresistenten Keime auf der Haut hat und vorher erstmal in eine Isolierstation kommt und erst wenn sichergestellt ist, dass er kein Träger oder sie keine Trägerin von solchen multiresistenten Keimen ist, dann erfolgt die Verlegung in die anderen Bereiche im Krankenhaus. Und bei uns findet es nach wie vor sträflicherweise noch nicht statt, sodass sich diese Keime sehr stark verbreiten können. Ja, Antibiotika, sagt schon der Name, sind lebensfeindlich, weil Anti heißt gegen und Bios das Leben. Also Antibiotika richten sich gegen das Leben, im Speziellen eben gegen das Leben von Bakterien. Und das Antibiotikum wirkt, das differenziert nicht, das wirkt sowohl gegen die für uns nützlichen, also guten Bakterien, als auch gegen die schlechten. Und bei der Verwendung so eines Antibiotikums, da kann bis zu einem Drittel von den Darmbakterien zerstört werden. Und diese Darmbakterien, die
die brauchen wir ja unbedingt für eine intakte Darmflora. Und wenn dann diese Darmflora eben gestört ist, dann ist auch die Darmbarriere gestört und infolgedessen kann es dann auch zu so einem löchrigen Darm kommen mit den entsprechenden Komplikationen. Deswegen ist also häufig so, dass sich da ein ganz problematischer Kreislauf ergeben kann. Das Immunsystem geht runter und die Darmflora ist geschwächt. Die neuen Bakterien haben Platz, um sich anzusiedeln, also irgendwelche, meistens dann eben auch die nicht erwünschten. Und ohne Aufforstung von der Darmflora der vorhandenen erfolgt meistens der nächste Infekt und dann der nächste und der nächste. Und in der Folge kann es dann zu erheblichen Komplikationen kommen. Es gibt so ein, da habe ich jetzt vergessen, das Bild auszudrücken, abzudrucken, aber das macht nichts. Das seht ihr dann auf meiner Homepage. Da ist es dann abgebildet oder ich hänge es dann unten dran. Dieser Darm und das Mikrobiom, die spielen ja eine ganz zentrale Rolle bei uns im Immunsystem. Es gibt so ein, das nennt man GALT, also Abkürzung von Gut Associated Lymphatic System, also darmassoziiertes lymphatisches System. Das spricht die Darmschleimhaut und das darunter liegende lymphatische System. Und dieses Darmsystem ist also ganz entscheidend für das Immunsystem. Darüber geht dann die Information oder die Immunkörper, die sich da bilden, die gehen in die Lymphgefäße, dann in die Lymphknoten und dann über den großen Ductus thoracicus, also dieser Milchbrustgang, geben die hier oben in diese linke Vena jugularis, also unterhalb der Schlüsselbeinvene, kommt es hinein in die Blutgefäße und von daher streut es sozusagen in das gesamte lymphatische System und auch ins Blut. Und insofern hängen alle Schleimhäute zusammen. Das heißt, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, die Darmschleimhaut, dann ist meistens auch die Atemschleimhaut nicht in Ordnung, die Tränendrüsen, die Speicheldrüsen, die Brustdrüsen, die Vaginal- und Blasenschleimhaut, auch die Ohren können da betroffen sein. Und was dann meistens noch vergessen wird, ist, dass auch die Gelenkschleimhaut betroffen sein kann. Also man kennt zum Beispiel von Staphylokokken beziehungsweise von Salmonellen auch Infektionen, dass da bei einer Salmonelleninfektion im Darm auch ein dickes Knie resultieren kann. Und das wird meistens vergessen. Das heißt, ich schädige dann letztendlich, wenn ich nach dem Antibiotikum die Darmschleimhaut nicht wieder aufbaue und die Darmflora, dann schädige ich komplett den gesamten Körper. Auch an Stellen, wo man erstmal gar nicht drüber nachdenkt. Die Verdauung, die läuft nur mit den richtigen Bakterien gut und die Antibiotika, die stören eben dieses Ökosystem sehr nachhaltig. Wir hatten ja bei dem Mikrobiom auch schon diese Wippe gezeigt, dass wir ungefähr 94% Mitläuferbakterien haben, die weder gut noch schlecht sind. Wir haben ungefähr 3% gute und 3% schlechte. Und die Mitläufer, wie bei uns auch im Leben, die orientieren sich immer an denjenigen, die etwas mehr vorhanden sind. Deswegen müssen wir gar nicht so viele super gute Bakterien im Darm haben, aber eben etwas mehr als diese 3%. Und das kann ich eben mit solchen effektiven Mikroorganismen machen. Da gibt es tolle Präparate. Ich kenne da eine Firma, die stellt ein Präparat her, das einzigartig ist. Die haben 80 Bakterienstämme drin. Das sucht also seinesgleichen. Wenn du da mehr drüber wissen möchtest, dann melde dich einfach. Dann kann ich dir da die entsprechenden Informationen auch weitergeben. Ja, also um diese Fehlbesiedlung im Anschluss, wenn ich denn habe, unbedingt ein Antibiotikum nehmen müssen, um dann diese Fehlbesiedlung im Anschluss daran zu verhindern, ist es also ganz, ganz wichtig, dass ich schon während des Antibiotikums
ein Probiotikum nehme, also ein Lactobacillengemisch, Bifidobakterien oder eben diese 80 Bakterienstämme. Es gibt ja viele gute Präparate, also ein Monopräparat reicht da in der Regel nicht aus. Die Bakterien kriegen dann zwar auch eine aufs Dach, aber durch das stete immer wieder Nachführen ist es doch möglich, die Balance einigermaßen zu halten und vor allen Dingen nach Absetzen oder nach Ende des Antibiotikums ist diese Aufforstung dann ganz besonders wichtig. Und wichtig ist auch, dass die Bakterien gleich ihr Futter mit im Gepäck haben. Da haben wir uns ja das letzte Mal auch drüber unterhalten. Das nennt man dann die Präbiotika, sodass diejenigen, die da überleben, gleich sozusagen das Vesper mithaben und dann richtig losfüttern können und sich explosionsartig vermehren können, weil sie ja schon das entsprechende Futter mithaben. Ja, also wichtig ist dann bei so einer Einnahme diese tägliche, regelmäßige Dosis. Und es ist auch wichtig, immer bei demselben Produkt zu bleiben. Und warum ist das jetzt so wichtig? Das haben wir das letzte Mal auch schon ganz kurz angesprochen. Dasselbe Produkt stellt sicher, dass immer die gleichen Bakterien kommen, weil jede Firma verwendet andere Bakterienkulturen und andere Zusammensetzungen. Und im Darm gibt es einen riesen Konkurrenzkampf. Und wenn jetzt da immer wieder wenige verschiedene kommen, dann können die sich nicht durchsetzen. Und von daher ist mal wichtig, dass da immer wieder die gleichen kommen und so nach und nach die dann die Plätze einnehmen können. Also in diesem Verdrängungswettkampf dann auch gewinnen können. Der Dr. Probst hat in seinem tollen Buch dieses hier, muss man mal so halten, dass ihr das auch sehen könnt, warum nur die Natur uns heilen kann. Ein ganz tolles Zitat, das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Also die Forschungsergebnisse des Human Microbiome Projects, 100 Jahre nach den gleichlautenden, bahnbrechenden Erkenntnissen von Professor Enderlein, das war der, der die Dunkelfeldmikroskopie entwickelt hat, könnten Anlass zum Umdenken in der Schulmedizin geben, indem künftig statt der weit verbreiteten, wahllosen und somit auch unqualifizierten Verschreibung von Antibiotika ein sogenanntes Probiotikum verschrieben wird, das ein Cocktail verschiedener Mikroorganismen oder auch Schwefel ist und welche dann das mikrobiologische Gleichgewicht wiederherstellt, anstatt alle Mikroorganismen, vor allem die für den Organismus wichtigen, ja sogar lebensnotwendigen, gleichermaßen zu schädigen, was sich an den Nebenwirkungen der Antibiotika zeigt. So, und jetzt will ich einfach mal ein paar Sachen sagen, wenn ich jetzt ein Antibiotikum möglichst vermeiden möchte, welche Alternativen habe ich denn? Und es gibt da eine ganz, ganz tolle, herausragende Alternative, muss man gerade nach dem Buch gucken, das ist das kolloidale Silber. Da gibt es ein super tolles Buch, das heißt Immun mit kolloidalem Silber, ich muss das mal so reinhalten, dass das nicht so spiegelt, von dem Josef Pies. Das habe ich auch im Text angemerkt. Und dieses kolloidale Silber, zudem gibt es zu sagen, dass das einfach schon in der Antike auch verwendet wurde. Mhm. Und manchmal ist es klug zu schauen, was unsere Vorfahren gemacht haben, die noch nicht so die Chemiekeule ausgepackt haben und im Schnitt insgesamt in der Zeit, wo sie gelebt haben, gesünder waren. Und wir leben zwar heute länger, die Frage ist nur, mit welcher Lebensqualität leben wir länger. Und die alten Griechen, wie auch die Römer, die benutzten bereits silberne Behälter, um Flüssigkeiten frisch zu halten. Und durch die Jahrhunderte hinweg pflegten königliche Haushalte immer dieselben Vorgehensweisen, dass sie nämlich ihre Vorräte in silbernen Behältern aufbewahrten. Das war für die normalen Bürger viel zu teuer. Von daher war das privilegiert. Und die privilegierten Familien, die benutzen dann auch silberne Essbestecke und auch silbernes Geschirr und silberne Trinkgefäße.
Und das hatte den Riesenvorteil, dass wenn die dann nicht so sauber gespült hatten, manchmal wurde auch gar nicht gespült, sondern die Löffel einfach nur abgewischt oder die Suppenteller ausgewischt, dann war das gar kein Problem, weil die Bakterien wurden da abgetötet. Meine Oma, die wusste das auch, die hat nämlich immer eine Kupfermünze in eine Blumenvase geworfen und Kupfer hat eine ähnliche Wirkung. Nur das Kupfer, wenn es dann als Ion in der Flüssigkeit schwimmt, für uns dann doch etwas weniger gesundheitsförderlich ist. Es tötet dann eben nicht nur Bakterien, sondern ist auch für uns selber schädlich. Und das ist bei elementarem Silber nicht der Fall. Ja, und in den Pioniertagen Amerikas, da haben die neuen Siedler, die dann in den Westen zogen, die haben dann immer die Silbermünzen, da gab es so si Dollarmünzen aus Silber, in ihre Milch gelegt und dann ist die Milch auch nicht umgekippt. Ja, das ist also der gleiche Effekt wie die Kupfermünze in das Blumenwasser oder eben auch eine Silbermünze in das Blumenwasser. Ja, also und dieses kolloidale Silber, ganz fein verteilt, es hat eine riesengroße Oberfläche und an dieser Oberfläche wirkt es also, stört es die Enzyme von den Bakterien, aber auch stört es die Viren und die Einzeller und die Pilze und so, dass das so ein universelles Mittel ist, dass es also nicht nur gegen Bakterien wirkt, sondern viel, viel breiteres Spektrum hat. Und da die meisten Infektionen, also gerade so grippaler Art, Virusinfektionen sind, ist da das kolloidale Silber viel mehr angezeigt. Und wäre da zu überdenken. Positiv ist auch, dass sich da keine Resistenzen entwickeln. Und müsste man vielleicht mal noch zu der optimalen Wirkkonzentration was sagen. Das ist so 20 bis 25 ppm, das heißt Parts per Million, also auf ein Wassermolekül, also auf 1 Million Wassermolekül, also 20 bis 25 Silberatome. Die neueren Entwicklungen tragen dem auch Rechnung. Es gibt nämlich mittlerweile Funktionswäsche, die Silberfäden eingewebt hat, um eben solche Infektionen dann zu vermeiden. Und in manchen Krankenhäusern, die fortschrittlich sind, wird auch schon in die Tapeten Silberfäden eingewebt, um dann eben solche multiresistenten Keimen irgendwie Herr zu werden. Also wichtig ist an die Behandlung mit dem kolloidalen Silber, weil es eben auch die Bakterien sozusagen vernichtet, dass man rekultiviert mit effektiven Mikroorganismen. Das wird dann meistens vergessen. Auf den meisten kolloidalen Silber Anwendungen steht, dass man sie nicht innerlich nehmen soll. Das resultiert daraus, dass wenn das nicht super, super sauber hergestellt ist und da Silberionen mit drin rumschwimmen, dass die Silberionen als Schwermetalle natürlich für uns nicht zuträglich sind. Und wenn das der Fall ist, dann lagern sich diese Silberionen dann im Körper ein. Und das hatten so die Adeligen früher teilweise auch. Die hat man dann nämlich blaublütig genannt. Es gibt so einen leichten Blaustich. Das ist aber bei extremer Überbenutzung und eben wenn das nicht sauber hergestellt ist. Deswegen würde ich persönlich oder gehe ich persönlich bei einer innerlichen Einnahme immer auf eine Firma, bei der ich ganz sicher sein kann, dass da alle Gegebenheiten so berücksichtigt werden, dass dieses Silber wirklich nur atomar und kolloidal vorliegt und nicht als Silberion. Und diese selbst hergestellten Lösungen, die sind toll für die äußerlichen Anwendungen oder eben auch für die Anwendung dann beim Haustier. Ja, also und wie gesagt, wichtig auch die Rekultivierung mit den effektiven Mikroorganismen danach. Auch eine ganz tolle Alternative sind antibiotisch wirksame Pflanzen. Möchte ich jetzt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Ja, da gibt es sicher noch einige mehr. Ich will euch einfach nur ein paar nennen.
Da ist einmal anzunennen die Kamille, das ist ja ein ganz altes Hausmittel. Die wirkt entzündungshemmend, ist sehr gut gegen Bakterien und Pilze. Also da kann man Kompressen, Auflagen machen oder eben Kamillentee trinken. Und die Anwendung ist auch bei Wundheilung, bei bakteriellen Hauterkrankungen, Magen-Darm-Beschwerden und Erkrankungen der Atemwege ganz gut, also zum Inhalieren. Die Augenkompressen mit Kamille sind nicht so günstig, weil das sehr trocknet. Da würden sich andere Präparate dann anbieten. Salbei ist auch ein altbekanntes Hausmittel. Das wirkt ebenfalls antibakteriell, stark entzündungshemmend und antiviral und hilft bei Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut und Funktionsstörungen des Magen-Darm-Traktes und auch bei Lippenherpes. Und dann wäre als nächstes der Thymian zu nennen. Da merkt ihr schon, das sind also alles Pflanzen, die viele, viele ätherische Öle haben. Der Thymian wirkt stark antimikrobiell, das heißt also mehr als nur gegen Bakterien, nämlich auch gegen Viren und Pilze. Und er wird hauptsächlich angewendet oder empfiehlt sich in der Anwendung bei Atemwegsentzündungen, Bronchitis, Husten. Da fördert er auch den Hustenauswurf und wirkt Hustenkrämpfen entgegen. Und darüber hinaus ist er auch bei Appetitlosigkeit hilfreich oder bei Völlegefühl oder bei Blähungen. Die Kaplan-Pelargonie ist auch sehr gut wirksam. Ich glaube, das heißt auch Umcabuloa oder so ähnlich. Die wird antimikrobiell, aktiviert die körpereigene Virenabwehr und angewendet kann sie dann auch werden bei akuter Bronchitis. Zwiebel-Knoblauch sind fantastisch, da kennt die ein oder andere Hausrezept, kennt er da vielleicht noch, dass man früher bei Ohrenschmerzen auch so ein Zwiebelwickel gemacht hat, Zwiebel klein hacken und dann aufs Ohr packen. Ist gewöhnungsbedürftig, aber äußerst hilfreich. Also die wirken keimhemmend und damit auch gegen Bakterien und Pilze und wirken auch entzündungshemmend. Diese schwefelhaltigen ätherischen Öle, die da im Knoblauch und im Zwiebel drin sind. Und von daher sind sie sehr gut bei Erkältungen, Verdauungsstörungen mit Blähungen und Mittelohrentzündung. Also auch so ein Zwiebelsaft ist eine super Sache zum Trinken. Und außerdem senken sie den Cholesterinspiegel, helfen bei Bluthochdruck und beugen Arterienverkalkung und Thrombose vor und regen den Magen-Darm-Trakt an. Also das sind nur so ein paar Indikationen, die man auch nachlesen kann, wenn man so ein Buch mal aufmacht, wo über Phytotherapeutika, also Pflanzen, die naturheilkundlich eingesetzt werden können, beschrieben steht. Die Kapuzinerkresse und der Meerrettich, die enthalten Senföle und diese Senföle, also Senf dann natürlich auch, die wirken antibakteriell, hemmen die Virusvermehrung und wirken auch gegen Pilze. Und da merkt ihr schon, dass die Pflanzen eine Sache machen, dass sie nämlich viel breiter wirken, nicht nur immer gegen die Bakterien, sondern gegen die Viren und gegen die Pilze eben auch. Also so mehr Allrounder. Und ja, die Anwendung von diesen Senfölen bei Bronchitis, Sinusitis, das wäre die Nebenhöhlenentzündung, grippalen Infekten, Harnwegsinfekten. Und zu Meerrettich kann man auch noch sagen, dass er auch gegen multiresistente Viren und Pilze wirkt und dass also da die Wirkung ganz besonders stark ist. Der ist ja auch so scharf. Ne? Wenn man den frisch gerieben hat, so als Creme, dann ist das eine tolle Sache. Dann gibt es noch diese Pflanze Aloe Vera, die wird ja auch als Arzt im Topf bezeichnet. Und die Aloe Vera, die beinhaltet insgesamt 160 Inhaltsstoffe. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man die Pflanze im Topf hat, dass man da wirklich nur das Innere nimmt. Wenn man so ein Blatt aufschneidet, dann hat man, sieht man außenrum so eine dünne Schicht und innen so ein Gel. Und in der Schicht, da sitzen einige Giftstoffe. Das muss man also gut schälen, dass man wirklich nur das Gel hat, wenn man mit der frischen Pflanze arbeiten möchte. Ansonsten eben ein Produkt nehmen.
ein fertiges Produkt. Da gibt es ja auch tolle Firmen. Also wenn du da auf der Suche bist nach einem Produkt, dann einfach fragen. Ja, und die 13 verschiedenen Vitamine und ebenso viele Mineralien, die da drin sind, die helfen also, und Enzyme und Aminosäuren und essentielle Fettsäuren, die helfen auch, das Immunsystem zu stärken. Und so hemmt die Pflanze neben der Stärkung des Immunsystems auch Viren, Bakterien, Pilze. Und dann ist sie auch so schleimig. Das heißt, sie legt also auch so eine Schutzschicht über die Darmschleimhaut, sodass da die Darmbarriere etwas aufgebaut wird. Und bei so akuten Magen-Darm-Schmerzen auch ist das also wirklich eine super Sache. Interessanterweise, jetzt wirkt auch Kokosöl sehr gut und die neueren wissenschaftlichen Studien sagen, dass das Kokosöl tatsächlich eine antibiotische Wirkung hat, also gegen Bakterien wirkt. Es ist auch gut für die Zahnpflege, das Kokosöl, und wobei man aber darauf achten muss, dass das Kokosöl hauptsächlich über die Enzyme antibiotisch wirkt. Das heißt, da muss man ein Kokosöl, ein hochwertiges nehmen, das kalt hergestellt ist, also nicht über 38 Grad erhitzt wurde, weil sonst sind die Enzyme kaputt. Teebaumöl, Neemöl, Propolis, Grapefruit-Kernextrakt, also das sind alles noch Dinge, die man da nennen kann. Und dann habe ich noch ein ganz tolles Rezept gefunden. Das will ich euch mal sagen. Das ist das, nennt sich das stärkste natürliche Antibiotikum. Das kann man selber herstellen. Hier unten ist auch die Website angezeigt. Da gibt es mittlerweile viele Websites, die das Rezept hergeben. Und das sind die Komponenten. Du findest das aber auch auf meiner Webseite dann, den Link. Und wenn man das entsprechend herstellt, dann hat man da eine Lösung, von der man dann entsprechend was trinken kann. Das ist sehr, 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 sehr scharf, aber richtig toll wirksam. Und es gibt da auch Tipps, wie man das dann einnehmen kann. Aber da gibt es die Videos schon und da kannst du ja diese Videos dann auf YouTube dir auch entsprechend suchen und vielleicht das Rezept mal nachkochen. Man kann damit auch ganz toll würzen. Also die Salate, das Essen, also das ist eine super Sache. Und das ist ja der Vorteil der Pflanzen, die wirken, wenn sie müssen, und ansonsten kann man sie einfach als Würze auch verwenden. Ja, es gibt auch ein ganz tolles Buch noch, was sich auch empfiehlt. Das heißt Antibiotika aus der Natur, sanfte Heilung durch natürliche Medizin. Das kann ich auch empfehlen. Und ansonsten gibt es sicher noch die ein oder andere Pflanze, die man da auch überdenken kann. Da wird der ein oder andere von euch vielleicht auch noch ein Hausmittel haben oder ein eigenes Rezept unbedingt anwenden, wenn ihr damit Erfolg habt. Und bei den Dingen bleiben, die bei euch gut helfen. Und dann ist vielleicht auch noch mal zu sagen, das Allerwichtigste, wenn ich merke, dass ich einen grippalen Infekt bekomme, ist, dass ich dem Immunsystem Zeit gebe. Früher hat man gesagt, eine Erkältung oder eine Infektion kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage und geht 3 Tage mit oder ohne Antibiotikum. Und das Wichtigste ist, der Körper heilt im Schlaf und das allerbeste Hausmittel ist wirklich ab ins Bett, Ruhe geben, schlafen, vielleicht auch mal eine Runde schwitzen. Da gibt es dann tolle Tees, wie zum Beispiel Lindenblütentee. Das Fieber zulassen, nicht das Fieber runterdrücken, weil dann nämlich die Heilreaktionen im Körper entsprechend laufen können. Ja? Das passt nicht immer in unsere heutige Zeit, aber deswegen gibt es ja auch so viele Infektionen, weil wir einfach nicht mehr achten auf unseren Körper. Und die Achtsamkeit ist das alles Entscheidende. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit ganz viel Achtsamkeit für dich selbst. Vielleicht sage ich noch, das nächste Video wird am Freitag sein. Das ist dann der 9.2. Ich muss mal gucken, um wie viel Uhr, vermutlich um 13 Uhr, vielleicht auch gegen 12. Und da ist das Thema die Zusammenfassung der Videos
zum Wasser und was sollte eine gute Wasseranlage erfüllen. Und ich werde dann in den Faschingsferien für alle oder in der Faschingswoche für alle Faschingsgänger, Karnevalsgänger, Fasnetz, Häs oder wie auch immer ihr euch nennt, eine Woche Pause machen. Und danach wird es dann im einwöchigen Takt weitergehen. Also ich werde dann montags keine Videos mehr machen, sondern nur noch freitags, weil sich das rauskristallisiert, dass der Zeitaufwand für mich einfach zu hoch ist und ich auch schon die Rückmeldung bekommen habe, dass der Input sehr, sehr viel ist. Und ich denke, einmal die Woche ist auch eine super Sache. Ich wünsche euch einen bezaubernden Tag und bis bald wieder. Und jetzt seht ihr schon im Hintergrund, draußen wird es langsam hell. Einen wunderschönen Tag. Tschüss.